Egal, ob du selbstständig bist oder dich machen willst, in der Regel fehlt dir der wichtigste Vertrag als Selbstständiger. Und ganz zum Schluss des Videos werde ich dir auch zeigen, wo du diesen Vertrag als Mustervorlage bekommen kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Coach und Berater, sondern auch Unternehmer und habe selbst viele Firmen gegründet. Über 30 Unternehmen in den letzten 20 Jahren habe ich selbst gegründet und über 2000 habe ich persönlich begleitet. Und dieser Vertrag, um den es heute geht, der wurde nicht nur von den meisten Gründern vergessen, sondern auch von mir selbst am Anfang. Und deshalb zeige ich dir in diesem Video, was drin sein sollte im Vertrag und zwischen welchen Parteien du diesen schließt. Fangen wir nur mit dem ersten Teil an. Zwischen welchen Parteien wird der Vertrag geschlossen? Und das ist relativ simpel, nämlich zwischen dir und du selbst als Vertragspartei. Das kann natürlich bei einer Kapitalgesellschaft die Gesellschafterversammlung sein und du als Geschäftsführer. Wesentlich ist aber, dass du so oder so einen korrekten Vertrag machst. Und selbst wenn du als Einzelunternehmer startest, solltest du selbst diesen Vertrag mit dir machen. Gegebenenfalls auch noch mit einer Person X, die eine Art Mentor oder Beiratsfunktion ist, die das überprüft, die tatsächlich auch den Inhalt auf Zweckmäßigkeit, Plausibilität überprüfen kann. Der nächste Punkt ist, dass du in diesem Vertrag auch aufschreibst, welche Arbeitszeiten du dort abbilden willst und vor allen Dingen auch welche Urlaubstage. Das Problem ist nämlich, wenn du es nicht machst, hast du auf der einen Seite keine Grenze, du arbeitest Tag und Nacht und verlierst möglicherweise wesentliche andere Lebensbereiche, deine Gesundheit, deine Beziehung, deine Freunde, deine Weiterentwicklung. Ein anderer wichtiger Grund ist die Tatsache, dass vielleicht später jemand in deine Firma mit als Gesellschafter einsteigt. Und wenn du vergessen hast, deine Überstunden kumulierend abzubilden, Jahr für Jahr, und die auch mitzunehmen, dann wirst du später versäumen, diese dann zu nutzen oder dir auszahlen zu lassen. Genauso ist es auch mit den Urlaubstagen. Wenn du das nicht festlegst, dass du 20, 25 oder 30 Urlaubstage hast und die üblicherweise in den ersten 1, 2, 3 Jahren gar nicht nutzt, dann werden diese dir später fehlen, wenn du dann im vierten, fünften Jahr beispielsweise einen Geschäftsführer oder einen anderen Gesellschafter mit reinnimmst und du dann versäumt hast, diese Urlaubstage dir mit einer berechtigten Grundlage auch nutzbar werden zu lassen. Der wichtigste Fehler, den ich auch gemacht habe, ich habe es völlig versäumt, mir ein Gehalt, ein festes Einkommen oder vielleicht sogar eine Staffel oder eine dynamische Steigerung einzubauen. Für mich war am Anfang als Einzelunternehmer klar, ich kann mir das rausnehmen, was übrig bleibt, bleibt nichts übrig, nun dann nehme ich mir nichts raus. Sicherlich habe ich dann Nebenjobs am Anfang gehabt, um mir diese Gelder dann trotzdem zu verdienen, um meine Lebenshaltungskosten dann decken zu können. Aber viel wichtiger ist, dass du nicht vergisst, dass deine Gehaltszahlung auch eine Art Zielsetzung ist, mit der du Tag für Tag ins Rennen gehst und dich damit motivierst. Aber denk bei der Bestimmung deines Gehalts nicht nur an den Betrag, den du dir ausbezahlst, oder das Arbeitnehmerbrutto, sondern sei dir gewiss, dass da noch weitere Zusatzaufschläge kommen, also beispielsweise eine Lohn- oder Einkommensteuer, auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Rentenversicherung, die Rückstellung für Altersvorsorge, die Pflegeversicherung oder vielleicht auch die freiwillige Arbeitslosenversicherung. Es entsteht also hier ein Gesamtbrutto, ein Arbeitgeberbrutto oder Superbrutto, wie auch immer du es nennst, also der Beitrag, der tatsächlich als Ausgabe, als Kostenposition dann in den Büchern steht. Und denke bitte daran, dass du wahrscheinlich nicht für 1.500 netto oder 2.000 Euro netto 50, 60, 70 Stunden anfangs pro Woche arbeiten willst, sondern dass du auch deine Mehrleistung auch durch einen höheren Verdienst kompensieren willst, also einen Betrag auch anvisierst, der dich motiviert. Und denke bitte daran, dass 10.000 Euro im ersten Monat als Gründer zwar nett sind, aber das wird in der Regel weder den Investor noch den Banker motivieren, dir Geld zur Verfügung zu stellen für die Gründung. Das bedeutet also, am Anfang wirst du auf das absolute Minimum deine Lebenshaltungskosten üblicherweise starten. Dein Gehalt wird reduziert, also auf das Minimum. Aber wichtig ist, dass du nicht verpasst, dir ein Ziel nach 3, 5 oder 7 Jahren zu setzen, wo dann vielleicht die 10.000 Euro ausgeschüttet werden. Und das empfehle ich dir, diese Staffel auf jeden Fall nicht nur in deinem Arbeitsvertrag einzutragen, sondern auch in deinem Business oder deinem Finanzplan durchzurechnen.
Trag doch einfach mal im dritten oder vierten Wirtschaftsjahr dein Zielgehalt ein. Denn dann weißt du auch, wie viel Überschüsse dein Unternehmen tatsächlich dort erwirtschaften muss. Das bedeutet, du erkennst dann, wie viel Umsätze erforderlich sind, damit nach Abzug aller Kosten tatsächlich dein Gehalt auch bezahlt werden kann. Mach dir aber auch Gedanken darüber, wann du dein Arbeitsverhältnis beendigst. Also wie viel Geld musst du investiert haben, wie viel Zeit, ohne dass du die Chance hast, jemals auf deine Zielgehälter zu kommen. Also bau dir hier auch sogenannte Sollbruchstellen ein. Sollbruchstelle ist eine Markierung, ist ein Gegenstand, ist eine eingebaute Funktion, zum Beispiel in einem Schlagstock. Wenn man zu doll raufhaut, dann bricht er dort durch, um den Menschen zu beschützen. Und so ähnlich kannst du dich auch selbst beschützen, indem du Gedanken machst, wann dein Arbeitsverhältnis und damit auch deine Gründung eingestellt wird. Denn wenn ein Pferd tatsächlich tot ist und du kriegst es nicht zum Laufen, weil es keine Chance mehr gibt zur Wiederbelebung, dann macht es Sinn abzusteigen und ein neues Pferd zu besteigen. Fast alle Gründer haben ihren großen Erfolg nicht bei der ersten Gründung hingelegt, sondern häufig standen sogar große Krisen und große Fehlschläge davor, dass tatsächlich im zweiten, dritten, vierten Anlauf der Unternehmer erfolgreich geworden ist. Das kann auch dir passieren. Das heißt, überleg dir auch Kennzahlen, auch messbare Größen, wo du sagst, da endet dein Vertrag mit dir selbst als Selbstständiger und damit wird auch die Firma abgemeldet. Zusammengefasst also, die meisten Gründer starten einfach, rennen los und haben keine Absprachen mit sich selbst. Sie verpassen also ihr Gehalt anzupassen, sie verpassen die Umsatz- und Rentabilitätsplanung anzupassen, um überhaupt vorher, bevor sie starten, messen zu können, ob die Firma überhaupt die Chance hat, jemals das Gehalt auch auszahlen zu können. Und viel wichtiger ist, wie wir auch festgestellt haben, dass man gar nicht genau weiß, wann man überhaupt zum Punkt kommt und sagt, macht es Sinn, heute noch weiterzumachen? Nein, diese Kennzahlen, seit 36 Monaten habe ich keinen Überschuss erwirtschaftet, dann wäre es jetzt ein guter Zeitpunkt, möglicherweise die Firma abzumelden und ein zweites Boot, ein zweites Pferd ins Rennen zu schicken. Zu guter Letzt noch eine Geschichte aus der Praxis, womit Gründer von uns, ein Pärchen, viel Zeit und auch Geld gespart haben. Sie haben nämlich ihren Arbeitsvertrag gemacht und sie auch Gedanken gemacht über die Zeit und ums Gehalt. Und das Gehalt haben wir dann im Finanzplan durchgerechnet und festgestellt, dass das Geschäftsmodell, was sie hatten, gar nicht in der Lage war, jemals für zwei Personen das Wunschtraumgehalt zahlen zu können. Also haben sie die Entscheidung getroffen, vor der Gründung, vor dem Bankkredit, vor den ganzen Jahren an Zeitinvestitionen, das Projekt, das Pferd zu wechseln und haben heute ein anderes Unternehmen, einen anderen Handelsbetrieb, der es ermöglicht, diese Gehälter tatsächlich auch zahlen zu können. Du findest direkt unter dem Video nicht nur einen Link zu einem solchen Mustervertrag, sondern du findest auch, wenn du Unterstützung brauchst, einen Link zu einem kostenfreien Erstgespräch. Denn unsere Berater der X-Group arbeiten bundesweit auch über Videokonferenzen, sind zertifiziert, was bedeutet, dass du die Förderung auch teilweise oder auch vollständig bezuschusst bekommst. Gerne bist du eingeladen, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu betätigen, dann wirst du informiert. Und ich wünsche dir viel Erfolg auf deinem Weg zu deinem Ziel, nicht nur als Unternehmer, welche Größen und Dienstleistungen du in den Markt reinbringen willst, sondern was du auch als Return haben willst, dein Gehalt, deine Urlaubszeit. Und dabei wünsche ich dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.